Pass mal auf, mein Freund, ja? Wenn jetzt hier demnächst, wenn es keine Intensivbetten mehr gibt, ja? Wenn hier die Corona-Kacke mal so richtig am Dampfen ist, dann lass ich dich aber ganz hinten anstellen. Was wird das denn jetzt? Ja, ich bin Ronny. Hallo? Ja, also, in meiner Funktion als Wachschützer bewache ich den Parkplatz des Kreiskrankenhauses Niederwürschnitz. Ah ja. Micha, das ist meine ganz, ganz neue Figur fürs nächste Programm. Setz dich mal hin. Wachschützer eines Parkplatzes eines Kreiskrankenhauses. Nun, Sie fragen sich sicherlich, was ist denn die Aufgabe eines Wachschützers eines Parkplatzes eines Kreiskrankenhauses? Nun, für den interessierten Laien erklärt, ich entscheide, geht die Schranke hoch oder bleibt die Schranke unten. In normalen Zeiten genügt hierfür eine einfache Sichtkontrolle der Parkplatzzugangsberechtigungskarte. In Zeiten von Corona sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Sie müssen sich bitte vorstellen, nicht nur die Kapazität der Intensivbetten ist begrenzt, nein, auch die Kapazitäten der Parkplätze. Und mit dem möglichen Anstieg der schweren Verläufe und der damit drohenden Gefahr fehlender Parkplatzkapazitäten genügt nunmehr nicht nur die einfache Sichtkontrolle der Parkplatzzugangsberechtigungskarte, nein, nun muss ich vielmehr als ausgebildeter Wachschützer auch dem im Kfz befindlichen Patienten einer Sichtkontrolle und Einschätzung unterziehen und muss schlussendlich entscheiden, geht die Schranke hoch oder bleibt die Schranke unten. Meine Entscheidung gründet hierbei nicht etwa auf Alter oder gesundheitlichen Zustand des Patienten. Nein, ich bin kein Arzt, ich bin Wachschützer. Als Wachschützer entscheide ich nach einem rein ethischen Prinzip. Ja? Sprich, ist die Person für unsere Gesellschaft wichtig? Ist es systemrelevant? Kurz, brauchen wir die noch? Entschuldigung, Erik, aber ich finde das jetzt völlig an den Haaren herbeigezogen. Wer überlässt denn einem Wachschützer die Entscheidung, wer beatmet wird und wer nicht? Ich danke für diese Frage. Nein, ich handele nicht im Auftrag. Ich sehe das vielmehr als meine Berufsehre als Wachschützer. Ja? Ich schütze die Gesellschaft, ich rette Leben, ich halte Parkplätze frei für die Menschen, die wir noch brauchen. Nun, wie müssen wir uns das im praktischen Alltag vorstellen? Ich frage natürlich zunächst immer erst einmal nach dem Beruf. Antwortet der Patient Handwerker, dann geht die Schranke hoch. Antwortet der Patient Mediengestalter, dann bleibt die Schranke unten. Auch für lungenkranke Erzieherinnen, Verkäuferinnen oder Altenpflegerinnen geht die Schranke selbstverständlich hoch. Ja. Für Lobbyisten, Influencer, Finanzberater bleibt die Schranke selbstverständlich unten. Ebenso für die Berufsgruppen der Politessen, Versicherungsvertreter, Game Designer, Kabarettisten und vielleicht vermische ich hier auch unzulässigerweise das Berufliche mit dem Privaten. Auch bleibt die Schranke natürlich geschlossen für die Berufsgruppe der Vermieter und Scheidungsanwälte. Für die öffne ich kurz die Schranke und wenn sie direkt darunter stehen, schließe ich sie wieder. Manchmal, da erlebe ich natürlich auch Geschichten, die durchaus mal zum Schmunzeln anregen. Neulich, ich hatte nur noch einen freien Parkplatz. Da sitzt ein hustender Patient im Auto. Ich frage, Beruf? Da sagt er zu mir, Performancekünstler. Die Schranke blieb natürlich da, wo sie war, unten. Da diskutiert er mit mir rum, ja, aber Künstler, die werden doch gebraucht. Ich sag, mag sein, aber vielleicht nicht gerade jetzt. Da sagt er zu mir, er hätte noch zwei Kinder. Und ich will gerade, weil ich schon wieder Mitleid vor Recht ergehen lasse, die Schranke hoch, da sagt er, und meine Kinder studieren sogar. Ich frag, aha, was studieren sie denn? Da sagt er, Gender Studies und interkulturelle Kommunikation. Wie blöde muss man eigentlich sein?